Hey, hey, hey und hallo, einen wunderschönen guten Tag, Abend, Nacht, Nachmittag, Vormittag, wann immer ihr einschaltet, schön, dass ihr einschaltet, wenn es mal wieder heißt, das Brett zum Sonntag. Ja, mein üblicher Platz ist gerade noch ein bisschen zugebaut, weil ich ein paar Sachen umräume, immer noch, man kommt zu nichts. Deshalb hier, aber zumindest das Brett zum Sonntag. Vielen, vielen Dank für die netten Worte letzte Woche, weil es ja nur so ein kurzes Brett zum Sonntag, so ein kurzes Update war und ein Lebenszeichen. Diese Woche ein Brett zum Sonntag, ein bisschen später heute, aber ein Brett zum Sonntag. Ich habe endlich mal wieder gespielt. Das Wochenende bin jetzt wieder total gehypt, dass ich endlich wieder spielen konnte. Das fühlt sich so schön an. Und wir reden heute über die Spiele in Essen, die ja jetzt nur noch knapp einen Monat entfernt ist. Die Spiel steht vor der Tür, deshalb gehen wir auch aus dem Fenster raus. Nein, was? Komische Witze. Ich gebe euch einfach mal heute, wir reden ein bisschen drüber und ich gebe euch einfach mal ein paar Tipps aus meinen Erfahrungen. Mein erstes Spiel muss so ungefähr 1994 oder 95 gewesen sein. Ich bin ja im Ruhrgebiet aufgewachsen und da war die Spiel für mich immer so, wow, die Messe überhaupt. Auch schon als Jugendlicher drauf hingefiebert. Das war mal ganz lustig. Meine Familie hat gehasst, denn ich habe im November Geburtstag und die Spiel ist ja in der Regel immer so Mitte Oktober, so vielleicht manchmal um den 20., 25., aber meistens so Mitte Oktober und ich bin dann irgendwie als Jugendlicher habe ich halt immer dann damals, bin ich dann bei den ganzen Omas und Tanten hausieren gegangen, dass ich mein Geburtstagsgeld schon 2-3 Wochen früher bekomme. Ich habe mir halt immer Geld gewünscht und wie viele wahrscheinlich das in dem Alter gemacht haben. Ja, und habe mir dann aber auch immer irgendwie so drum gebettelt, dass ich mein Geburtstagsgeld schon früher bekomme, weil ich halt eben als Jugendlicher happy war, wenn ich dann mal ein bisschen mehr Budget auf der Spiel hatte. Ja, meine Familie hat es gehasst, hat es am Ende des Tages dann aber doch immer wieder gemacht mit dem Kommentar, das ist aber das letzte Mal, du brauchst nächstes Jahr gar nicht ankommen und es wieder versuchen, Sven. Naja, ihr könnt euch denken, was passiert ist. So, ja, war wunderbar. Ja, und ich gebe euch heute mal ein paar kleine Tipps und Empfehlungen zu Spiel. Red ein bisschen über meine Erfahrungen und hoffe, dass da vielleicht der ein oder andere Tipp für euch dabei ist. Vielleicht seid ihr aber auch selber genauso Messeprofis und sagt, Mensch, hier, wir reden einfach mal drüber. Wir reden ein bisschen drüber, wie ich das mache. Und vielleicht ist was für euch dabei, vielleicht auch nicht. Vielleicht könnt ihr aber auch den Leuten noch Tipps in den Kommentaren geben. Da freuen sich viele bestimmt auch drüber. Und ja, es wird auch noch meine Liste kommen, Spiele, auf die ich mich bei der Spiel freue, Spiele, die mich komplett kalt lassen, irgendwelche Hype-Titel. Ich habe das Gefühl aktuell, es gibt noch gar nicht so viele Hype-Titel. Es gibt ein paar, sowas wie Nukleum zum Beispiel. Da bin ich so heiß drauf. Aber sonst hält sich dieses Jahr noch in Grenzen. War ja auch der Grund, warum ich dieses Jahr nicht zur GenCon bin, weil ich auch das Gefühl hatte, hat sich in Grenzen gehalten. Ja, nichtsdestotrotz, ein paar Titel sind dabei. Es kommen jetzt auch schon Neuheiten bei uns, Content-Creatern, die hier reinfliegen, wo ich auch demnächst darüber berichten werde. Dazu übrigens auch ein ganz guter Punkt. Ich sage euch mal, was ich dieses Wochenende alles gespielt habe und wovon ihr definitiv hören werdet. Und da sind auch schon einige Neuheiten dabei. Also fast nur Neuheiten dabei. Ich habe gespielt Three Ring Circus, das ist das neue von Devir Games. Recht spannendes Ding, bin noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll, aber reden wir nächste Woche dann drüber. Aurum habe ich gespielt, ein Stichspiel, ein neues von Pandasaurus Games. Great Western Trail Neuseeland habe ich gespielt. Age of Innovation, der Terra Mystica. Nachfolger, auch darüber reden wir und dann kann ich nur sagen, holy hoch 2. Dann habe ich gespielt Forbidden Jungle, der Nachfolger quasi von sowas wie Forbidden Island, Forbidden Sky und Forbidden Desert. Und dann habe ich gespielt, das habe ich auch lustigerweise hier liegen, Punktestadt, der Nachfolger von Punktesalat. Und ich glaube, wenn wir beim Brett zum Sonntag demnächst über Nachfolger reden, denn ihr kriegt es ja selber mit, wir reden hier gerade fast nur über Nachfolger. Heute Abend kommt bei Cap und mir noch auf den Tisch, das habe ich von Asmodee bekommen und ich weiß, das interessiert auch einige von euch hier mit Mischwald. Da bin ich auch sehr gespannt. Sieht für mich ein bisschen aus wie das bessere Erde. Ob man es nachher vergleichen kann, werden wir sehen. Von Kosch, der hat ja letztes Jahr mit Five sein Erstlingswerk gebracht. Wirklich gutes Ding. Jetzt von Kosch, Mischwald erscheint bei Lookout Spiele bzw. Asmodee. Also auch da bin ich gespannt. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr hübsch aus und das werden wir heute Abend noch zocken. Also auch da bin ich gespannt und werde dann einiges zu berichten haben. Also die Neuheiten, die kommen jetzt Schlag auf Schlag und ich freue mich drauf. Und wir reden mal über die
Spiele in Essen. Geht ja los, offiziell fürs normale Publikum quasi am Donnerstag früh ab 10 Uhr. Mittwoch ist ja quasi der Pressefachbesuchertag, wenn man so möchte. Das ist aber auch noch viel Aufbau. Und dann geht es ja von Donnerstag bis Sonntag. Ich werde von Dienstagabend in Essen sein bis Sonntag, also ein bisschen Ruhrgebiet und ein bisschen Currywurst essen. Ach, gute Currywurst im Ruhrgebiet. Ich freue mich so. Genau, ich werde auf jeden Fall da sein und freue mich auch drauf, viele, viele von euch zu sehen. Und gibt ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen kann. Ich lasse jetzt mal solche Sachen raus wie, ja, hier legt euch ein Budget fest und alles. Das wisst ihr alles selber, ganz ehrlich. Also ihr seid wahrscheinlich zu 98% erwachsene Menschen, also zumindest auf dem Papier. Und ihr werdet selber wissen, was könnt ihr ausgeben, was wollt ihr ausgeben. Also da muss ich jetzt nicht irgendwie euren Babysitter spielen. Macht das, was ihr euch leisten könnt, geht sorgsam und verschuldet euch nicht, das kann ich immer nur sagen, aber ich muss jetzt hier auch nicht den Moralapostel geben. Aber zum Thema Kaufen, da gibt es natürlich ein paar Dinge. Vieles wird auf der Spiel dieses Jahr neu sein, sodass ich gewisse Sachen, was normalerweise so Hallenpläne und sowas angeht, euch dieses Mal gar nicht so die richtigen Tipps geben kann, denn dadurch, dass die Spiel jetzt erstmalig quasi komplett unter neuer Regie stattfindet, die Carol Rupp, die das jetzt als Geschäftsführerin macht, jemand, den ich sehr, sehr schätze, die vorher bei Esmo, die lange war, hat unter anderem aber auch den Robin, der Declure, Declure? Habe ich es jetzt richtig gesagt? Robin Declure, ich glaube schon. War ich und Namen, ihr wisst, ach, da geht mir doch ein. Das ist ja Robin Declure. So, bevor der Robin das jetzt guckt und sagt, Sven, so, Grüße gehen raus. Der macht da jetzt die PR und man merkte, die strukturieren gerade einiges um, sind da wirklich sehr stark hinterher. Sieht bisher alles sehr, sehr cool aus, was sie machen. Es wird allerdings komplett neue Hallenpläne geben. Es wird alles komplett neu gewürfelt. Halle 3 ist jetzt, ja, gerade für die Experten, für die Vielspieler, the place to be. Da sind halt die ganzen, nennenswerten Publisher, die halt für uns Kenner, Expertenspieler relevant sind. Ich bin gespannt. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Sorge, dass Halle 3 brutal überlaufen sein wird, weil es das sein wird, wo alle hinrennen werden am Anfang, weil da halt die großen Neuheiten eben für uns Vielspieler sind und man weiß ja gerade am Donnerstag, wenn die Tore sich öffnen, das ist eigentlich schon so der Zeitpunkt, wo halt gerade so wir, die Hardcore-Hobbyisten, die Lootologen unter uns hinrennen und sich die Neuheiten holen. Gibt natürlich auch einige, die können erst am Wochenende, weil es von der Arbeit her nicht anders geht. Deshalb der Samstag ist halt auch immer ein recht brutaler Tag, wo eine Menge los ist. Aber Donnerstag geht schon einiges. Ein ganz, ganz wichtiger Tipp von mir, den ich wirklich nur empfehlen kann, und das verlinke ich auch unten in der Beschreibung, ihr erspart euch eine Menge, Menge Stress, wenn ihr Sachen pre-ordert. Denn es ist so, dass inzwischen sehr viele Verlage standardmäßig anbieten, dass ihr Spiele pre-ordern könnt. Manchmal bezahlt ihr die vorher, manchmal erst da. Da gibt es eine sehr, sehr coole Liste auf BoardGameGeek. Wie gesagt, die verlinke ich unten mal. Als Dankeschön könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen, wenn es noch nicht passiert ist. Und ein Like nehme ich natürlich auch. Und das ist ganz vorteilhaft, denn das erspart euch eine Menge, Menge Stress. A, ihr lauft nicht Gefahr, dass die Sachen dann ausverkauft sind. Kann natürlich auch passieren, dass die Pre-Order schon ausverkauft sind, wie es jetzt bei Dracula vs. Van Helsing leider der Fall ist. Aber in der Regel habt ihr da eigentlich die gute Möglichkeit zu sehen, welche Verlage, die sind aufgelistet. Da werdet ihr auf der jeweiligen Website weitergeleitet und habt den Vorteil, ihr könnt Sachen pre-ordern und ihr müsst nicht sofort am Donnerstag dahin rennen, sondern könnt sagen, okay, ich gehe vielleicht jetzt erstmal zu den Ständen, die keine Pre-Order angeboten haben, hol mir die Sachen erstmal und die Sachen, die ich gepre-ordert habe, auch wenn es der heiße Scheiß ist, die habe ich ja safe. Die hole ich vielleicht erst, wenn ich zum Auto gehe und dann entsprechend guck. Auto ist auch immer so eine Sache mit Parkplätzen, das ist auch Fluch und Segen zugleich. Wenn ihr wirklich sagt, okay, ihr seid ein bisschen schmerzlos, ich kann empfehlen, wenn ihr auch sagt, okay, in Kombination vielleicht mit der Bahn fahren, die Uni in Essen bietet große Parkplätze, die, glaube ich, sogar kostenfrei sind, waren sie zumindest mal. Und von da seid ihr mit den Öffis, die da wirklich eine gute Anbindung haben, in 10 Minuten an der Spiel. Ansonsten, es gibt halt auch rund um die Spiel diverseste Parkplätze. Selbst die, die ein bisschen weiter weg sind, die haben einen Shuttle-Service. Also auch da gibt es Möglichkeiten. Und wenn ihr wirklich sagt, okay, aber ich will das ganze Zeug nicht immer schleppen, es gibt eben auf der Spiel auch einen Versandservice, wo ihr eure Spiele
aufgeben könnt und per Post zu euch nach Hause schicken lassen könnt. Mache ich nie, ich will die mal bei mir haben. Das ist so wie meine Beute, die ich gefangen habe. Kennt ihr das? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr das auch kennt. Ich will die Spiele dann nicht hergeben und ich will nicht drauf warten und ich will nicht das Risiko eingehen, dass die Post die dann auch irgendwie verdaddelt. Oder sagt ihr, ja, ist doch super, nutzt ihr. Habt ihr das schon mal genutzt? Dann schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Wäre ganz interessant zu sehen, wie lange das gedauert hat und alles. Hilft vielleicht auch anderen, die darüber nachdenken, wenn ihr da ein bisschen eure Erfahrungsberichte schildern könnt und posten könnt in die Kommentare. Fände ich super. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Genau, also Pre-Ordern hilft und macht einiges einfacher. Und was auch für mich ein wichtiger Punkt ist, schaut im Vorfeld mal, gerade bei den großen deutschen Verlagen wie Kosmos, Schmidt-Spiele und alles, wie weit die Neuheiten eigentlich auch schon online verfügbar sind. Denn man muss tatsächlich sagen, die Zeiten, wo man wirklich von großen Messeschnäppchen reden kann, kommen wir gleich aber nochmal zu, die sind eigentlich vorbei, gerade bei den großen Neuheiten. So, und wenn ich dann halt sehe, dass irgendwie die neue Schmidt, Asmodee oder sonst was Neuheit jetzt auch in den normalen Handel geht, dann muss ich die nicht mit auf der Spiel mit mir rumschleppen. Es sei denn, ich will sie jetzt unbedingt heute Abend noch im Hotel spielen oder sowas oder weiß nicht, am Abend daheim. Aber ihr werdet sehen, gerade von den großen deutschen Verlagen, dass viele, viele der Neuheiten spätestens die Woche drauf im normalen Shop überall verfügbar sind. Im Idealfall geht ihr zu Spieletastisch. Grüße gehen raus an den Sascha. Habt sogar noch einen 5%, 2% Rabattgutschein, die ja immer anbieten und kriegt da vielleicht sogar noch mal günstiger als auf der Spiel. Also wie gesagt, gerade bei den großen deutschen Verlagen überlegt euch, ob ihr das Zeug mitschleppen wollt oder ob ihr vielleicht sagt, weiß was, ich warte 2-3 Tage. Oder ich habe es tatsächlich schon erlebt, dass ich wirklich auf der Spiel gucke, aha, ja, guck mal hier, die neue Hans im Glück Neuheit kann ich ja schon parallel bestellen bei einem der gängigen Shops und bestellt es und wenn ich nach Hause kam, dann lag es auch schon da. Also das kann ich auch empfehlen. Ich finde es immer sehr, sehr spannend und deshalb muss man sich das auch überlegen, welche Hallen ich als erstes ansteuere. Klar, Halle 3 wird für uns ganz, ganz spannend sein. Aber man darf nicht unterschätzen, zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie es dieses Jahr sein wird, welche das im Detail sein wird. Ich habe mir die Hallenpläne, auch wenn es sie jetzt gibt, noch nicht so im Detail angeschaut. Die App von der Spiel ist auch sehr, sehr gut. Da kann man sich auch alle Stände, alle Aussteller angucken. Auch den Tipp nochmal, schaut euch die App von der Spiel an. Guckt, markiert euch da, wo ihr wie hin wollt. Und da kann ich immer nur sagen, habt vor allen Dingen die ausländischen Verlage im Blick. Gerade die, die jetzt nicht aus Europa kommen, sondern halt vielleicht aus Asien vor allem. Das ist ganz, ganz spannend. Die haben aus meiner Sicht immer echte Perlen dabei. Da sind manchmal richtig, richtig gute Spiele dabei, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Und da ist es nämlich gar nicht so einfach, die danach zu bekommen. Weil, wenn man Glück hat, hat die vielleicht irgendeinen Store dann mal sich gesichert, ein paar Exemplare davon. Aber was natürlich immer passiert, das ist, dass kurz nach der Spiel, da sind wir, ja, Content Creator natürlich auch dran schuld, dass da natürlich Spiele auch gehypt werden, die ja jetzt nicht unbedingt zu den ganz großen Releases gehören. Und dann denkt man sich, boah, scheiße, das klingt ja echt geil. Gibt ja immer so diese 2-3 After Hidden Gems auf der Messe, wo plötzlich jeder drüber spricht. Und dann denkt man sich, verdammt, oh, das will ich jetzt auch haben. Und dann stellt man fest, verdammt, das ist ein Verlag, der irgendwo aus Korea kommt. Und die versenden nicht nach Europa. Und wenn, dann nur zu horrenden Versandkosten. Schaut da immer mal. Taucht da ruhig mal ab. Macht mal so ein bisschen das Perlentauchen und guckt mal, was für kleine Hidden Gems ihr da findet. Das ist viel spannender als die Sachen von den großen deutschen Verlagen. Nicht, dass das schlechte Spiele wären, im Gegenteil. Das sind auch ganz tolle Sachen, die da dieses Jahr rauskommen. Es sind einige Sachen dabei, wo ich mich auch total drauf freue. Aber da findet man natürlich Sachen, die kriege ich halt nicht die Woche drauf im normalen Spieleshop. Und da muss ich sagen, da lohnt es sich auch mal ein bisschen mehr Zeit zu verbringen. Und da sind auch immer ganz, ganz viele Mitarbeiter von einem Publisher. Aber es sind meistens eher kleinere Stände, die euch die Sachen erklären. Und vielleicht gehört ihr auch zu denjenigen, die dann plötzlich auch mal einen Geheimtipp haben und sagen, boah, das Teil aus, weiß ich nicht, Korea, Vietnam oder sowas, ist ein richtig gutes Teil. Auch aus amerikanischen Kreisen und sowas. Also da kann ich empfehlen, nehmt euch wirklich Zeit, schaut euch da mal an, was so diese kleinen ausländischen Aussteller dabei haben und da findet man häufig wirklich, wirklich die ein oder andere Perle. Und da freue ich mich auch mal wieder drauf. Weil natürlich hat man so seine Liste, wo man sagt, okay, geil, 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 die macht man sich über Boardgame Geek oder sowas oder auch über die App der Spiel, sieht man ja, welche Verlage da sind.
Aber was ich eigentlich immer am liebsten mag an der Spiel ist, wenn ich so meine Must-Haves habe, das versuche ich dann irgendwie immer zumindest, ja, dass ich das Donnerstagnachmittag so irgendwie zumindest die meisten davon habe, dann genieße ich es wirklich, dann den Rest des Donnerstags, den Freitag vor allen Dingen, halt einfach über die Messe zu schlendern und mir wirklich so Sachen anzuschauen, die ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Und da habe ich schon das eine oder andere Mal wirklich ein richtiges Highlight gefunden, wo ich mir sage, wow, großartig. Also das empfehle ich euch und fokussiert euch da nicht über die großen oder nicht nur auf die großen Neuheiten, über die wir jetzt alle im Vorfeld sprechen, wie gesagt, auch wenn es tolle Sachen sind, aber das weiß eh jeder. Ansonsten, Thema Essen ist auf der Spiel auch immer was, weil die ist ja ein Essen. Ha, nächster Flachwitz, danke, oh Gott. Ja, Essen ist auf der Spiel in der Regel schweineteuer und schmeckt auch nur so semi-gut. Letztes Jahr hatten sie erstmalig im Außenbereich ein paar Foodtrucks, die waren tatsächlich gar nicht so schlecht. Das war eine gute Weiterentwicklung, ich hoffe, die wird es dieses Jahr auch wieder geben. Aber was ich euch auch noch als Tipp geben kann, wenn ihr wirklich sagt, okay, ihr habt jetzt vielleicht den ganzen Vormittag, habt ihr eure Beute gemacht und habt jetzt irgendwie einfach mal, weil die Hallen ja auch voll sind und es ist laut und crowded und alles. Und ihr sagt, ich brauche jetzt vielleicht einfach mal so eine Stunde bisschen runterkommen, vielleicht mit 1, 2, 3, 4 Personen oder sowas oder auch alleine, je nachdem. Und ihr sagt, ey, und ich habe jetzt keinen Bock hier in dem Messewulst zu bleiben. Ich brauche vielleicht einfach mal eine Stunde off, will aber auch da was essen, will jetzt vielleicht nicht im Hotel essen gehen. Ich kann immer wieder empfehlen, wenn ihr zu P1 geht, das ist halt quasi, ist das Ost? Ich glaube, das müsste der Eingang Ost sein. Ich hatte vorhin noch Google Maps offen, um es danach wieder zu vergessen. Ich bin echt der Held im Erdbeerfeld, sage ich euch. So, genau, Richtung Grugerhalle ist das und Messehaus Ost, Spielemesse Essen, genau, und Messe Ost Gruger. So, und da ist dann der große Parkplatz P1, Grugerhalle. Da geht ihr weiter dran vorbei. Da ist dann diese riesige Hauptstraße, diese, ich glaube, weiß ich nicht, gefühlt sechsspurige oder sowas, was es sogar ist. Da geht ihr aber rüber und dann guckt ihr, könnt ihr auch über Google Maps finden, die Rüttenscheider Straße. Die Rüttenscheider Straße, die ist keine 10 Minuten zu Fuß entfernt. Also wenn ihr Messe Ost rausgeht, ist es vielleicht so ungefähr 7 bis 8 Minuten. Und auf der Rüttenscheider Straße, wenn ihr da dann drauf seid, sind lauter Restaurants, Dönerbuden, Bäckereien und, wo ihr zu normalen Preisen wirklich gut essen könnt und auch einfach mal ein bisschen runterkommen, vielleicht mal ein bisschen durchatmen könnt, so diesen Messe-Wahnsinn einfach mal ein bisschen verdauen könnt, im wahrsten Sinne des Wortes dann bei einer guten Currywurst oder einem veganen Burger oder was auch immer es euch danach dürstet. Da habt ihr auf jeden Fall eine sehr, sehr große Auswahl zu guten Preisen und das kann ich auch immer empfehlen. Finde ich immer ganz angenehm, weil man dann halt auch mal ein bisschen Energie tanken kann und ja, zu normalen Preisen vernünftig essen kann. Ansonsten abends ist es halt immer schwierig, muss man tatsächlich sagen, weil im Gegensatz zu BerlinCon hat die Spiel ja keine Game Night in der Form. Das heißt, da werden ab 19 Uhr, wenn die Leute dann rausgefegt. Das Gute ist, die umliegenden Hotels, wo ihr dann wahrscheinlich auch seid, da sind ja eigentlich nur Leute einquartierte, die auch auf der Spiel sind zu dem Zeitpunkt. Und man findet, dass die Leute in der Lobby und in vielen, dann da, wo gefrühstückt wird, also Hotel, Restaurants, Hotel, Bars, da wird natürlich immer gespielt. Es gibt jetzt keinen festen Spot. Das kann natürlich gut sein, dass es da jetzt noch ein paar Spieletreffs gibt, die ein paar Sachen anbieten werden. Wenn ihr da was habt, schreibt es auch gerne in die Kommentare als Tipps für die Leute. Ist mit Sicherheit auch immer schön. Auch in Essen selber. Ich weiß, im Café Nord, ganz tolles Laden für mich mit. Das beste vegane Futter, was es gibt. Ganz tolle Sachen. Da ist immer eine Menge los. Das ist ein cooles Metal-Café oder Metal-Kneipe, wenn man so möchte. Da findet man auch immer, dass Leute zocken. Wie gesagt, es gibt jetzt nicht so den einen Place to be, wo man sagen kann, okay, da treffen sich alle. Man hat trotzdem aber das Gefühl, dass abends immer irgendwie irgendwo was los ist. Also im Idealfall organisiert euch selber schon was. Ich habe ja auch die Brettballett-WhatsApp-Gruppe. Wenn ihr da Teil von sein wollt, dann schreibt gerne an brettballett@gmail.com, also .com, so. Dann seid ihr da Teil von und ich glaube, da es wird da auch nochmal eine Brettballett-Spiel-Untergruppe geben. Da kann man sich vielleicht auch mit ein paar Leuten organisieren und treffen. Das werde ich jetzt auch nochmal ein bisschen versuchen anzustoßen, dass man schaut, ob man da vielleicht noch den einen oder anderen Spieleabend zusammenbekommt. Und ja, wir dann auch mit euch ein bisschen mal was zocken. Das wäre auch sehr, sehr cool.
Ja, ansonsten muss ich sagen, wir haben über das Parken, wir haben es über Essen, wir haben über Spiele geredet. Wie gesagt, ich will jetzt nicht nochmal die ganzen Standardtipps rausholen, die meisten von euch wahrscheinlich eh schon kennen oder sich vorstellen können. Ich finde vor allen Dingen, wo ich das Gefühl habe, das wissen noch nicht so viele oder nicht alle vor allem, das ist halt die Pre-Order-Geschichte, die finde ich immer ganz, ganz wichtig. Das hilft und nimmt einem eine Menge Stress auf jeden Fall. Und ja, die Rüttelscheider Straße kann ich auch nur empfehlen, weil ich glaube, das war mir auch so ein Geheimtipp, weil wenn ich da dann hingehe, ich versuche dann auch meistens irgendwie so nach dem Mittag mal irgendwie so um 1-2 Uhr hinzugehen, das ist da immer, obwohl die Spiel tobt, ist es immer leer. Also ich habe das Gefühl, so viele Leute kennen das doch gar nicht und da gibt es tolle Läden zum Essen. Und wie gesagt, mit den Pre-Ordern, das hilft auch unheimlich. Ich bin froh, dass ich das jedes Jahr mache, weil ja, ich dann auch weiß, viele Sachen, die sind safe. Ich habe jetzt schon das Nukleum habe ich schon gepre-ordert. Ich habe schon die Revive-Erweiterung gepre-ordert bei Matago. Ich habe schon von Check Games die Neuheiten, das Schwarze mit dem weißen Ding, ich vergesse den Namen immer wieder. Also ich habe, glaube ich, schon so ungefähr um die 8 bis 9 Spiele habe ich schon gepreordert. Und das ist ganz gut, weil ich dann ganz genau weiß, okay, da muss ich mich erstmal nicht drauf stürzen, sondern die hole ich dann entsprechend ab, wenn das passt. Ansonsten, ich freue mich wie Bolle auf die Spiele. Ich freue mich darauf, viele Leute von euch zu sehen, mit vielen von euch zu interagieren, zu quatschen, zu spielen, vielleicht auch sich auszutauschen, einfach wieder Gesichter hinter den Namen zu haben, finde ich auch immer ganz, ganz großartig. Ich gebe jetzt bewusst auch keine Tipps mehr irgendwie zu dem Thema Hotels, Unterkünfte. Ich weiß, da gibt es noch den oder die ein oder andere von euch, die da was suchen. Das ist wirklich immer ein Glücksspiel, kann man nur sagen. Ein Arbeitskollege kam letzte Woche noch auf mich zu und sagte, wir wollen vielleicht jetzt auch noch, wo ich gesagt habe, ja, dann bete ich für dich. Also ihr werdet mit hoher Wahrscheinlichkeit, außer ihr seid gerade der Glücksblitz von dem Herrn, nichts mehr direkt in der Nähe der Spiele finden. Man muss dazu aber sagen, das Ruhrgebiet im Allgemeinen ist halt vom gesamten Nahverkehr sehr, sehr gut angebunden. Das heißt also, selbst wenn ihr irgendwie was in Mülheim oder Bochum oder sowas nehmt, dann seid ihr mit den Öffis schnell da, auch mit dem Auto geht das eigentlich ganz gut. Anfahrtsstau ist auch so eine Sache. Also entweder kann ich euch da nur den Tipp geben, ihr seid sehr früh morgens da und nehmt im Kauf, dass er halt einfach eine Stunde vor der Halle wartet, bevor die aufmacht. Oder ihr sagt halt wirklich, okay, weißt du was, wir kommen erst um 11, 12 Uhr, bis sich die erste Aufregung gelegt hat, weil sonst habt ihr schon einen ordentlichen Stau rund um die Messehalle und alles. Das wird dann ein bisschen stressig. Also das überlegt euch da. Das macht manchmal auch noch was aus. Ja, das jetzt einfach ein paar Gedanken, ein paar kleine Tipps, die vielleicht hoffentlich noch nicht überall zu hören sind. Vielleicht auch doch, ich weiß es nicht, aber dann haben wir zumindest mal drüber gesprochen. Wenn ihr noch Tipps habt, wo ihr sagt, das hilft den Leuten bestimmt total, haut's mal in die Kommentare, dann könnt ihr umgekehrt auch wieder in den Kommentaren lesen, ob da vielleicht noch Tipps dabei sind, die ihr noch nicht gehört habt. Ansonsten, ich, wie gesagt, freue mich total drauf und die nächsten Tage kommen auf jeden Fall einige Neuheiten, die ich hier vorstelle. Wird noch eine Top-Liste geben, eine Flop-Liste. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, also gerne Like und ein Abo dalassen, also von den Abo, um nichts zu verpassen. So, bisschen Werbung. Und ich würde sagen, ja, habt einen schönen Restsonntag, gespielt was Schönes oder ich hoffe, ihr habt was Schönes gespielt. Habt einen guten Start in die Woche. Wir sehen, hören, riechen uns. Macht's gut. Bis bald. Danke und tschüss.